Kennt ihr noch Siren Head? Falls nicht, Siren Head ist eine große Gestalt mit Sirene als Kopf. Er läuft in Wäldern herum und lockt seine Opfer an mit Geräuschen. Siren Head ist aber nur eine Creepypasta. Doch was hat das jetzt mit Minecraft zu tun, fragt ihr euch? Minecraft hat ihren eigenen Siren Head, der Blue Head. Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge von... Über den Blue Head ist nicht wirklich viel bekannt, es gibt nur ein Bild und keine Geschichte. Die erste Sichtung fand im August 2020 statt. Was damals genau passierte, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat der Blue Head ein Steve Skin mit langen Armen und Beinen und einem blauen Gesicht. Man nennt ihn auch den Siren Head von Minecraft. Er lebt in einem Tiger-Biom und dort können wir ihn auch angeblich finden. Es sollte aber sehr schwer sein, ihn zu sehen, da er sich im Nebel versteckt. Er greift den Spieler nicht an, er beobachtet ihn nur. Trotz seiner Größe ist er so gut wie unsichtbar für uns. Es gibt drei Anzeichen, wie man erkennen kann, ob er in einer Welt ist. Erstes Anzeichen, es gibt Bäume, die über dem Wasser sind. Zweites Anzeichen, es kann zu extremen FPS-Einbrüchen kommen, also zu Lags im Spiel, egal was für einen guten PC man hat. Und jetzt das letzte Anzeichen, was auch sehr ähnlich zu Siren Head ist. Er kann uns mit Mobgeräuschen anlocken, beispielsweise Geräusche von einem Schaf oder von einer Kuh. Tatsächlich gibt es auch ein Seed, in dem wir ihn finden können. Deshalb schalte ich jetzt zur Aufnahme und viel Spaß. So, und jetzt sind wir in Minecraft drinne. Das ist die Version 1.8, auch ohne Optifine, ohne Mods, gar nichts. Einfach Vanilla. Man muss die Version 1.8 nutzen und diesen Seed hier, den ihr gleich sehen werdet. Ich blende ihn auch nochmal ein, wer es selber ausprobieren will. Singleplayer, ich habe es auch auf Englisch gestellt, wieso nicht? Wir nennen die Welt mal Blue Head, das ist ja eigentlich komplett egal. So, Survival Mode auf jeden Fall. Und diesen Seed hier. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Strich, also ob die Lücke jetzt unbedingt schlimm ist. So steht es auf der Seite, so habe ich es mir jetzt rauskopiert. Werden wir gleich herausfinden, denn wir müssen ja ein Tiger-Biom finden. Das sollte dann in der Nähe sein. Deswegen würde ich sagen, wir erstellen erstmal die Welt. Ich muss dann noch die Sichtweite auf 6 stellen. Und auf Peaceful, also auf friedlich, sodass keine Monster spawnen. Okay, ich muss mir erstmal die Welt anschauen. Ja, okay, wir sind definitiv richtig. Denn das... Ich kann leider nicht ranzoomen, weil ich kein Optifine habe. Also, Sichtweite auf 6 und auf friedlich. So, das bedeutet, an sich greift der Blue Head ja auch nicht an. Also macht das schon Sinn, dass es auf friedlich ist auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wir bauen einfach hier ein bisschen Holz ab und gehen dann gleich auch ins Tiger-Biom und bleiben dann auch die ganze Zeit dort. Also, er könnte sich halt tatsächlich sehr gut hier irgendwo verstecken, muss ich sagen. Also, das sieht auch ziemlich düster aus. Okay, was war das? Wir bleiben dann einfach etwas im Tiger-Biom, laufen da herum und dort soll er ja auch leben, also ein Dschungel bringt uns nichts. Ich will aber auch sehen, ob hier Bäume über Wasser sind, also das bedeutet, ich muss auch ein Gewässer finden. Ja, ein Dschungel brauche ich jetzt nicht wirklich als Gewässer, vielleicht könnten wir da beim Tiger-Biom irgendwas finden. So, also hier schon mal ein kleines Gewässer, ein kleiner See. Hier scheint aber kein Baum irgendwie zu fliegen. Ah, hier kann man noch nicht schwimmen, ist ja die 1.8, stimmt. Hier ist das Tiger-Biom, wieder ein kleiner Teich, See, wie auch immer. Wir müssen, glaube ich, tiefer in den Wald. Ja, also der könnte uns schon gut beobachten. Ich würde es wahrscheinlich schon sehen. Also es wird ja gesagt, er ist so gut im Verstecken, dass man ihn kaum sehen kann. Aber wenn er so ein großer blauer Steve ist mit einem blauen Kopf, einfach ein großer Steve mit einem blauen Kopf, dann würde ich das bestimmt schon bemerken. Aber der könnte sich so extrem gut, und das ist auch eine Siren Head-Anspielung, dass in so einem Wald der Blue Head ist. Also man merkt, Blue Head hat sehr... Große Ähnlichkeit zu Siren Head, wurde wahrscheinlich inspiriert davon. Hier, dieser Nebel. Das ist sehr interessant. Also, der könnte sich hier so im Nebel immer verstecken. Okay, ich will da mal ein Gewässer finden. Wir gehen einfach tiefer in den Wald und finden vielleicht einen Teich oder so. Wir sind aber auf jeden Fall im richtigen Seed. Das bedeutet Leerzeichen, also original kopiert. So, ich mache mir erstmal eine Spitzhacke. Wieso nicht? Essen brauche ich ja eh nicht, da es ja peaceful ist, also friedlich. War da gerade irgendwas Gelbes? Ich glaube, das war die Blume, aber die ist rot. Ich muss echt genauer hinschauen. Ich fühle mich irgendwie beobachtet, muss ich sagen. Also, in so einem Wald fühle ich mich ziemlich unwohl. Das erinnert mich auch sehr an Slenderman. Siren Head ist ja... Ich würde sagen, auch wenn es nicht so stimmt, ich muss sagen, Siren Head erinnert mich extrem an Slenderman. Und ich finde, Siren Head ist irgendwie ein Upgrade von Slenderman. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr Siren Head und Slenderman überhaupt noch? Also... Slenderman kennen wahrscheinlich die meisten, aber Siren Head? Kennt ihr Siren Head? So, ja, was brauchen wir denn? Also, eine kleine Ausrüstung. Ich meine, wir werden uns ja eh nicht wehren müssen. Aber wir müssen halt ein bisschen Zeit hier verbringen. Also können wir an der Zeit einfach Steine abbauen ein bisschen.
Ich laufe mal immer etwas herum. Ich bin auch gespannt, wie groß der Wald ist. Deswegen, ich will am besten das Ende vom Wald finden. Okay, aber hier ist jetzt kein Baum über Wasser. Boah, das sieht gruselig aus. Jetzt mal ehrlich. Also, mit dem Nebel. Stellt euch mal vor, das wäre so in echt. Also im echten Leben so. Dann wäre das voll gruselig mit dem Nebel, muss ich sagen. Das ist an sich so ein typisch deutscher Wald, ne? Also, dieses Tigerbiom, so sehen auch deutsche Wälder aus, oder? Eigentlich. Im Prinzip, also so sieht gefühlt jeder Wald aus. Also ich kenne jetzt keine Eichenbiome in Real Life, muss ich sagen. Ich kenne nur so Bäume wie die hier. Also Fichten. Gut, also hier sind Steine im Wasser. Ich denke mal, das ist aber normal. Tiergeräusche sollten wir auch hören, aber hier sind Tiere. Also ich denke mal, wir hören Tiere. Ich denke mal, wir hören Geräusche von Mobs, wenn wir nicht in der Nähe von Tieren sind oder anderen Mobs. Er will uns damit quasi anlocken. So, wir hören so ein Schafgeräusch, denken uns so, okay, da war gerade ein Schafgeräusch. Wir hören ein Schafgeräusch und denken so, interessant, ich gehe mal dahin. Und dann ist da der Blue Hat. Ich weiß nicht, ob ich schon beobachtet wurde, ich habe keine Ahnung. Ich versuche die ganze Zeit auf den Nebel zu achten. Was ist das? Ist das ein Pilz? Ich zoome da jetzt mal in der Aufnahme ran. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Pilz ist. Okay, also es sind auf jeden Fall keine Bäume irgendwo im Wasser. Und FPS-Einbrüche hatte ich auch noch nicht. Also es ist jetzt nicht, ich habe an sich dauerhaft 60 FPS, also ich habe es auch auf 60 eingestellt. Ja, also ich hatte jetzt keine wirklichen Probleme. Mobgeräusche habe ich jetzt auch nicht gehört, irgendwelche. Ist auch sehr interessant, wie es mit dem Nebel aussieht, mit dem Wasser. Jetzt würde es irgendwie da einfach zu Ende gehen. Ist auf jeden Fall auch interessant. Ich würde sagen, ich überlebe eine Nacht. Das ist immer ganz wichtig, so halt eine Nacht zu überleben und dann am Tag noch ein bisschen rumlaufen. Kann man am meisten herausfinden. Und was ist das? Hä? Was ist das ein... Hä? Hä, Leute? Das ist einfach mitten im Ozean. Ist hier einfach so ein... Okay, das ist eigenartig. Ist das normal in solchen Versionen? Ich meine, irgendwie, das Wasser ist blau, der Blue Hat ist blau. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, ob es ein Bug ist. Ich habe sowas noch nie... Ich spiele wirklich seit Jahren Minecraft und die 1.8 habe ich auch Jahre gespielt. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob sowas normal ist. Also... Ich würde das schon als ein Anzeichen gelten lassen, aber es reicht mir noch nicht. Und auf der Website stand ja auch noch nichts drauf darüber, also von daher. So, hier endet schon das Biom. Ja, tatsächlich ja. Okay, und boah. Ich sag das jetzt schon zum 10. Mal, aber es sieht einfach cool und gruselig aus, wenn dieser Nebel in diesem Wald ist. Der Wald sieht auf jeden Fall ziemlich scary aus. So, und langsam fängt es an, Nacht zu werden. Da brauche ich auf jeden Fall auch ein Schaf. Ich will auf jeden Fall eine Nacht schlafen. Ich werde jetzt keine Nacht hier verbringen. Also schon, aber schlafen. Und so geht das natürlich schneller. Da muss ich gleich auf jeden Fall Schafe töten. Eine kleine Hütte würde ich auf jeden Fall machen. So ein Baumhaus wäre, glaube ich, ganz cool, oder? Habe ich auf jeden Fall einen netten Ausblick. Ach, ich mache mir mal hier. Was soll's. Also, so, und dann mache ich mir auch direkt mal ein Steinschwert. Und ist ja einfach ein kleines Baumhaus mit ein paar Leitern. Und können dann auch ein bisschen beobachten auf jeden Fall. Das bedeutet, der Blue Hat beobachtet uns. Wir beobachten ihn zurück. Zwar ist er friedlich, aber davon kann man auch nicht ausgehen. Sollten wir ihn sehen. Es wird langsam echt dunkel, ich muss mich beeilen. Ich muss schnell Schafe finden, egal. Was war das denn gerade für ein Bug? Ich mach mal Slow-Mo. Hä? Also das war schon merkwürdig. Okay, hier liegt einfach random ein Item. Okay, also drei Sachen, die merkwürdig sind, sind jetzt schon passiert. So, ich mache es einfach auf diesem Baum hier, dann hole ich mir ein paar Leitern. Einfach mit dem Holz bauen, ich meine, ist auch egal. Ein kleines, aber feines, Häuschen, so ein kleines Baumhaus. Ich brauche ja auch keine Decke oder so, ne? Also wir leben hier in der freien Natur. So, ja, dann haben wir hier unser Bett. Ich schaue nochmal, werden wir beobachtet. Leider habe ich keinen Optifine, somit kann ich auch nicht zoomen. Aber ich fühle mich jetzt nicht wirklich beobachtet. Also gehen wir einfach schlafen. Ich habe bis jetzt auch keine Tiergeräusche gehört. Also, außer ich war bei Tieren. Okay, und es ist der nächste Morgen. Und der Blue Hat ist anscheinend nur eine Fiktion. Deshalb kommen wir jetzt zum Fazit. Okay, also, auch wenn das mit dem Wasser merkwürdig war und ich das auch nie zuvor gesehen habe, oder das mit dem Bug oder das mit dem Weizenkorn, denke ich mal, dass dieser Mythos fake ist. Zwar sind mir merkwürdige Sachen passiert, aber davon stand nichts auf der Seite. Somit braucht man und kann man auch nicht wirklich viel dazu sagen. Der Blue Hat ist nicht echt, ihr könnt es aber natürlich selber austesten und wenn es bei euch geklappt hat, dann meldet euch in den Kommentaren oder auf Instagram und schickt mir zum Beispiel ein Bild von dem Blue Hat.
Dann würde ich sagen, das war's dann auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.